Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit BMZ Nummer 279 und den Themen Leveltempo, kleine Beißer und verbündete Völker. Jetzt muss ich mal gerade gucken, sind wir wirklich bei 279? Ich hätte irgendwie schwören können, dass ich vielleicht vergessen habe, die aktuelle Nummer zu ändern. Das wäre übrigens eine typische Stelle, die ich normalerweise aus dem Video rausschneiden würde. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich sowas schon hatte. Aber nein, wir sind tatsächlich bei 279 und es geht los. zu meiner Frage. Ich bin, was WoW angeht, absoluter Casual-Spieler und frage mich jedes Mal, wie man es schafft, so viele Charaktere gefühlt so schnell hochzuleveln, wie du das tust bzw. getan hast. Ich tue mich da unglaublich schwer damit, einen Charakter hochzuleveln bzw. ich brauche dafür sehr lange. Deshalb frage ich mich, ob es da irgendwie einen effizienten Weg gibt zu leveln, den ich nicht kenne. Ich queste und mache DB, die Dungeon Browser, okay, so im Wechsel, wie ich Lust habe. Die allgemeine Meinung scheint ja zu sein, es sei mittlerweile einfach und ginge sehr schnell zu leveln, das kommt mir ewig vor. Ja, da muss man ein paar Dinge unterscheiden. Also zum einen hat sich das jetzt seit Pre-Patch ein bisschen geändert, weil einige Balancing-Geschichten im Pre-Patch noch nicht so ganz stimmen, aber darauf bezieht sich deine Frage nicht, denn die ist gepostet worden vor dem Pre-Patch. Also nur falls jemand von euch sich denkt, boah, jetzt kommt mir das im Moment auch gerade lange vor. Und dann ist es halt so, dass ich relativ viele Charaktere schon hatte, die in einem relativ hohen Bereich waren, also 90 plus oder so. Eigentlich auch 80 plus, also alles, was nach WOTLK kommt, weil Burning Crusade und WOTLK halt echt ganz schön Zeit kosten. Und das täuscht. Also ich bin auch nicht wirklich schnell beim Leveln. Ich habe mich auch nie so extrem dafür interessiert, schnell zu leveln oder so oder das in irgendeiner Art und Weise zu optimieren, weil es mir eigentlich relativ egal ist. Es ist nur so, dass ich halt 12 Klassen hochgelevelt habe und dadurch gerade den Teil, den man mit allen machen musste und da die meisten oder nicht die meisten, aber da einige von denen 100 waren, so rum, war halt der Legion-Teil etwas, was ich mit allen gemacht habe. Etwas, wo du mit der Zeit halt einfach die Quests kennst und so ungefähr weißt, das muss ich in dem und dem Gebiet machen und die Quest funktioniert so und so, da musst du nicht mehr nachgucken und hast ansonsten irgendwie keine, oder nicht mehr häufig zumindest, hast ansonsten keine Probleme, auch die Quests hinzubekommen, wo du nicht einfach nur hinfliegen und drei Mobs umhauen musst, sondern irgendwelche Gegenstände benutzen oder in irgendeinen Turm rein und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Bei meinem ersten Hochlevel hat es, glaube ich, 2 oder 3 Tage gedauert, ich weiß es gar nicht genau, am Anfang von Legion noch ohne fliegen zu können. Und jetzt die letzten Fälle waren halt 7 Stunden. Und ich bin auch, wie gesagt, ich bin kein Experte, ich habe keine tollen Tipps für dich. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Spieler gibt, die Spaß daran haben, das zu optimieren und die sich dann überlegen, wo es irgendwelche Bonus-XP und XP-Tränke gibt und beim Dunkelmond nochmal 10% Bonus-XP abgreifen und natürlich die ganzen Erbstücke anhaben, die sowieso Bonus-XP geben und sich dann auch perfekt bei den Quests auskennen und wissen, was sich zu machen lohnt und was sich nicht lohnt und so weiter. Aber das bin ich nicht. Das Einzige, was bei mir nachher halbwegs schnell ging, war das Leveln in Legion. Und das waren, wie gesagt, so 6 bis 7 Stunden bei den letzten 2, 3 Charakteren, weil ich da immer die gleichen Zonen gemacht habe und die gleichen Quests gemacht habe. Teilweise halt so viele und so schnell, dass ich an jedem Tag einmal die kompletten gleichen Quests gemacht habe. Und ja, da prägt sich das dann halt ein. Ich würde auch, wenn ich dir jetzt irgendwas empfehlen könnte als Questing-Guide oder so, würde ich das tun. Aber ich habe jetzt sehr viele ausprobiert während des Questens. Von Cons Legion über, oh Gott, was gab es denn da alles noch? Das Einzige, was ich nicht benutzt habe, war Zygor, weil das üblicherweise kostenpflichtig ist. Na, wie hießen das andere? Ich komme schon gar nicht mehr drauf, wie die alle hießen. Also es gibt alle möglichen Questing-Add-ons noch, die mir aber allesamt nie gefallen haben, weil die fast immer irgendwelche Probleme oder Bugs oder so Semi-Bugs drin hatten, die im Endeffekt mehr Zeit gekostet haben, als mir das Ding insgesamt gespart hat. Das Einzige, was ich benutzt habe, war halt Farm HUD, mit dem man das normale HUD auf den Bildschirm legen kann, ne, auf volle Bildschirmgröße legen kann, statt es nur auf der Minimap zu haben. Und so war es halt relativ leicht, dann auch mal irgendwelche Questschritte oder Zonen oder Pinöppel zu sehen, die man vielleicht sonst übersehen hätte, weil sie eben nur auf der Minimap zu sehen sind. Aber das war es eigentlich schon. Sonst war es der Default-Kram bei mir und der Rest, den ich ausprobiert habe, davon gibt es nichts, was ich empfehlen würde. Allerdings, ich weiß, dass viele, die Zygor benutzt haben, mit Zygor sehr, sehr, sehr zufrieden sind und sagen, dass es insgesamt
doch, wenn man gar keinen Plan hat, eine große Hilfe ist. Huhu Balo, ich wollte einmal Stellung beziehen bezüglich des Themas Hunde. Du hattest ja mal in einem BMZ gesagt, dass es dich unheimlich aufregt, wenn die Besitzer absolut ignorant sind. Ja, das tut es noch immer. Und extrem. Ich habe einen Geheimtipp, muss ich gleich am Ende sagen. Ich glaube, vor allem bei größeren Hunden sagtest du, falls ich mich nicht irre, nun zu meiner Situation, ich war gerade mit einem Hund, einem belgischen Schäferhund, Hündin, Gassi, als ein Paar ankam mit zwei Terrier, waren das, glaube ich, ohne Leine, ohne Halsband, mit der Begründung, kleine Hunde würden das nicht brauchen. Oh, nee, ist klar. Vor allem, wenn sie da nicht hören und über die Straße laufen, dann kannst du mal die Autofahrer fragen, ob die kleinen Hunde eine Leine gebraucht hätten. Problem war, einfach diese rannten zu meinem Hund hin und versuchten ihn zu beißen. Ja, also wirklich, also haben sie versucht, ihn zu beißen? Weil wenn, dann frage ich mich, warum sie das nicht geschafft haben. Oder haben sie so spielerisch, ne, das gemacht, was machen halt Hunde manchmal. Spielt im Großen und Ganzen keine Rolle. Ist jetzt nur, um die Frage zu klären, ob die wirklich aggressiv waren oder tatsächlich nur gespielt haben. Ich hielt meinen Hund kurz und ging dazwischen, um Schlimmeres zu vermeiden. Auf beiden Seiten des Parks kam ganz gemütlich an und meinte noch sagen zu müssen, dass Leute mit großen Hunden doch selbst schuld seien an solchen Situationen. Alter Vater, ey, mein Gott. Leute gibt's, ey. Ich packe mir da echt den Kopf und frage mich, warum Leute zum Beispiel kleine Hunde sehr oft nicht erziehen oder wie Modepuppen behandeln im Sinne von Kleidern und so weiter. Oder ich glaube, so ähnlich wie es damals der Mooshammer mit seinem Hund gemacht hat. Hast du vielleicht Tipps, eine solche Situation besser anzugehen und solche Menschen, ein bisschen mehr zu motivieren, ihre Hunde dann wegzuholen? Also richtig gute Tipps. Der einzige Tipp, den ich habe aus den letzten Tagen, ist zu sagen, Vorsicht, mein Hund hat ein Virus oder der hat Durchfall. Ne? Weil kein Hundebesitzer möchte, dass der Hund krank wird und Durchfall bekommt. Ich kann es deshalb sagen, weil mein Hund tatsächlich Durchfall hatte. Und ich deshalb halt immer, wenn andere Hundebesitzer mit ihren Hunden ankamen und die spielen lassen wollten, obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte, ihre Hunde weggezogen haben, ne? Weil sie natürlich nicht wollen, dass der Hund sich ansteckt. Also das ist der Geheimtipp. Vorsicht, die hat Durchfall. Dann hast du vielleicht eine Chance, dass die Leute ihre Hunde zurückhalten. Und ja, das Problem ist, glaube ich, dass du sogar Ärger bekommen kannst, wenn dein Hund sich verteidigt, wenn er angegriffen wird. Und einen von diesen kleinen Hunden, die dann angerannt kommen, verletzt oder schwer verletzt oder sogar tötet. Denn wenn er das tut, dann heißt es im Zweifelsfall, glaube ich, er hätte den Maulkorb tragen müssen. Also selbst dann, wenn er sich nur verteidigt. Ich habe keinen guten Tipp. Ich bin da irgendwie auch mit meinem Latein am Ende. Außer so pumpig immer auf die Leute zu reagieren, wenn deren Hunde angerannt kommen, dass sie sich beim nächsten Mal denken, ah, da ist dieser aggressive Spinner mit den beiden kleinen Hunden wieder. Da lasse ich meinen Hund mal nicht ran. Ich habe die Hoffnung, dass das funktioniert, aber es tut's oft nicht. Es ist einfach so, dass du Leute hast, denen ist das alles völlig egal und die interessiert das nicht, ob ihr Hund zu deinem angerannt kommt, ob du das möchtest oder nicht. Ich gebe dir normalerweise mit meiner Körperhaltung, mit meinem Verhalten deutlich zu verstehen, dass ich gerade keinen Bock habe, dass unsere Hunde miteinander spielen, aber es gibt Leute, die sind da so unglaublich blind. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr ja Tipps. Mein einziger Tipp ist der mit dem, der Hund hat Durchfall. Könnt ihr mal ausprobieren, andere Hundebesitzer. Wie das passiert, wenn so diese typischen Experten aus dem Viertel ankommen, die immer meinen, einen auf den Sack gehen zu müssen und immer meinen, zu einem hinkommen zu müssen und mit einem zu reden, auch wenn man gerade weder Zeit noch Lust dazu hat. Hallo Onkel, deine BMZ höre ich immer sehr gerne während der Arbeit an. Das ist gut, also wenn du das darfst bei der Arbeit. Ich habe eine Frage an dich, die verbündeten Völker betreffend. Findest du es okay, dass man für das Freischalten der Völker sowohl die Storyline auf Argus als auch den Ruf bei der entsprechenden Fraktion auf Ehrfürchtig haben muss? Ich wollte mir BFA kaufen und um einen lichtgeschmiedeten Drenai zu zocken, nur um festzustellen, dass da doch noch ein paar Hürden im Weg sind. Habe lange vor dem Argus-Patch aufgehört zu spielen und deswegen weder Ruf noch Quest-Fortschritt. Das mag bei jemandem, der schon einen 110er Charakter hat, okay sein, aber was ist mit den Leuten, die vielleicht mit dieser Erweiterung erst anfangen wollen, weil sie diese Völker spielen wollen? Die haben dann Pech und müssen den nicht bling-bling Drenai spielen. Naja, also du kannst es ja trotzdem machen, ne? Also jeder, der den spielt, hat ja dasselbe machen müssen wie du. Und du wirst ja meines Wissens nicht daran gehindert. Das ist ja jetzt nicht exklusiv etwas, was man nur während Legion machen kann. Das heißt, du hast die gleiche Möglichkeit, einen Drenai zu spielen wie jeder andere auch und musst dasselbe dafür tun. Vermutlich ist es sogar leichter, weil du, wenn du einen Charakter hast, der einen höheren Level hat,
als 110 um sehr vieles leichter den ganzen Argus-Quest-Kram machen musst. Oder machen kannst, sagen wir es so. Ich muss aber auch sagen, dass ich persönlich es sehr verwunderlich finde, dass Blizzard sich dazu entschieden hat, auf diese Art und Weise Rassen in-game zu gaten. Also, dass man die nicht einfach auswählen kann. Bei Klassen, okay, da hat es das schon gegeben, aber da ging es halt in erster Linie darum, dass die Klassen halt nicht auf Level 1 eingestiegen sind und man halt Exploits verhindern wollte. Auch das ist nicht 100% gelungen, aber zumindest die ganz offensichtlichen und leichten Exploits, dass du die halt auf jedem Server irgendwie einen 98er einen Demon Hunter erstellen kannst und mit dem all das machen und die Wirtschaft gegebenenfalls so angreifen, wie man das halt machen kann, wenn man einen hochleveligen Charakter auf einem Server hat. Also bei den Klassen und dem höheren Level kann ich es verstehen, bei den Rassen verstehe ich es ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum es überhaupt dieses Gating gibt. Meiner Meinung nach hätten sie halt die ganze Story optional machen können und den ganzen Story-Kram und Ruf-Kram als Voraussetzung dafür machen, dass man eben diese Rüstung bekommt oder sonst irgendein Goodie, von mir aus irgendein Titel oder so. Das hätte ich noch verstehen können, dass diejenigen, die es einfach nur spielen wollen, es spielen können und diejenigen, die noch ein bisschen mehr Zeit investieren können, eben ein bisschen mehr Zeit investieren können. Ich habe persönlich gedacht, dass Blizzard das ändert, sobald BFA rauskommt. Weil meine Idee war, oder mein Gedanke war, Blizzard gibt uns im Moment für die neuen Klassen so eine kleine Hürde, weil wir ja quasi etwas Exklusives bekommen, was eigentlich erst zur nächsten Expansion kommen sollte. Ne? Die verbündeten Völker, die eigentlich erst zur nächsten Expansion kommen sollten. Wir kriegen quasi einen kleinen Vorgeschmack darauf in Form von der einen oder anderen Rasse, die wir schon spielen können. Dafür müssen wir aber dann auch was tun. Und sobald dann BFA rauskommt, wäre sie für jeden zu haben. Das hätte ich eigentlich ganz gut gefunden. So, musst was tun, wenn du es vorher haben willst. Wer aber erst später einsteigt, bekommt es so. Allerdings hat Blizzard wohl offenbar schon gesagt, nee, es gibt keine Pläne, das zu ändern. Also diese Art und Weise, wie man die verbündeten Völker freischaltet, soll so bleiben. Erschließt sich mir nicht ganz, weil ich glaube, dass es den ein oder anderen Spieler gibt, für den ein verbündetes Volk eine Motivation wäre, wieder anzufangen oder weiterzuspielen, wie auch immer. Der aber genau wie du sagt, boah, ich habe aber keinen Bock mehr, das jetzt irgendwie anzutun. Und von daher bin ich ein bisschen verwundert darüber, aber wer weiß, vielleicht hat sich da Blizzard gedacht, na, wenn wir das auf die Art und Weise machen, wie wir es jetzt machen, ist es halt noch eine Spur exklusiver und für diejenigen, die es gemacht haben, fühlt es sich dann besser an. Das ist so die einzige Erklärung, die ich für das aktuelle Verhalten und für diese aktuelle Art und Weise, wie die Mechanik funktioniert, habe. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören, beziehungsweise Zuschauen oder Zuhören. Wenn ihr Kommentare, Anregungen, Fragen und Themenvorschläge habt, postet sie doch bitte unter das jeweils aktuellste BMZ-YouTube-Video und dann habe ich hoffentlich weiter viele, viele schöne Dinge, über die ich in den nächsten Tagen und Wochen reden kann. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.